Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe auf BookTube den Some Bookish Facts Tag entdeckt, unter anderem bei Literaturlärm, uralte Mauler, Notizhefte und Buchgeschichten und dachte, ich mache den Tag einfach auch, der gefiel mir von den Fragen her sehr gut und deshalb bekommt ihr jetzt meine unglaublichen Antworten auf diesen spektakulären Tag. Viel Spaß! Erstens, zeige das letzte Buch, das du gekauft hast. Ich habe mich Ende Juli mit einer Booktuberin getroffen, nämlich Elaine von Books by Lanes. Und sie hat in einem ihrer letzten Videos ein Buch erwähnt, das neu herauskommen würde. Und ich musste direkt danach ausschalten. Das ist nämlich von Eddie S. Glaude Jr. Begin Again, James Baldwin's America and its Urgent Lessons for Our Own. Ich möchte mich ja gerne auch ein bisschen mehr mit nicht-weißen AutorInnen dieses Jahr noch belesen. Und da mich auch Sachbücher und Biografien sehr, sehr interessieren, dachte ich, gerade über James Baldwin möchte ich mehr erfahren. Und über Rassismus in den USA. Und der Autor bringt hier, glaube ich, ganz viel Wissen aus dem Civil Rights Movement, in dem James Baldwin aktiv war, und versucht das so ein bisschen ins Black Lives Matter Movement zu übertragen. Also was hat James Baldwin damals schon gekonnt und gesagt und was können wir daraus heute lernen? Und das ist für mich von großem Interesse. Ich finde auch das Cover irgendwie sehr bezeichnend. Ich weiß nicht genau, wofür die drei Lernstühle stehen sollen, aber ich musste direkt an I Am Not Your Negro denken, das Buch und auch die Verfilmung von James Baldwin, in denen er über die drei Morde an Medgar Evers, Martin Luther King Jr. und Malcolm X spricht. Also da hatte ich so ein bisschen so ein schon Betroffenheits Gefühl, weil ich dachte, James Baldwin ist der Einzige, der irgendwie übrig geblieben ist von den Vieren, und das ist so ein sehr, sehr starkes Ernüchterungsgefühl. Ich möchte auf jeden Fall mehr über James Baldwin lernen. Ich habe ja auch schon ein paar seiner Werke gelesen und ich glaube, das Buch wird mir auf jeden Fall noch helfen, auch seine politische Seite sehr viel mehr nachvollziehen zu können. Zweitens, je ein Buch von dem Autor, der Autorin, von dem, der du die meisten Bücher gelesen hast. Und ich wünschte, ich könnte an der Stelle sagen, dass ich die meisten Bücher und Dinge natürlich von Anton Tschechow oder Fjodor Dostojewski gelesen habe, aber ich weiß genau, da stehen noch ein paar andere Autoren oder Autorinnen, von denen ich mehr einzelne Bücher gelesen habe. Und ein Autor, der vor allem auch so mit meiner Anfangszeit des Lesens in meiner, ich würde sagen, so in der Spätpubertät verknüpft ist und dann auch mit meinen Anfängen auf BookTube, ist definitiv Haruki Murakami. Und es ist aber mittlerweile ein Autor, dessen Prosa ich nicht mehr unbedingt lesen muss. Mir ist das einfach viel zu sexlastig, vor allem weil das immer irgendwie in Bezug mit minderjährigen Mädchen steht, was absolut nicht mein Fall ist. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Mittlerweile habe ich mich von Murakami sehr entfernt, aber zwei Bücher, die ich empfehlen würde zu lesen, sind halt eher die sachbuchartigen Sachen von ihm, und das ist einmal Von Beruf Schriftsteller und Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Das habe ich auf Norwegisch gelesen. Ich habe es mir damals in Oslo gekauft und fand es irgendwie schön, nochmal was von Murakami im ja, auf Norwegen, im Original wollte ich gerade sagen. Ich fand es einfach schön, von Murakami auch was auf Norwegisch zu lesen. Und ich habe tatsächlich für dieses Video meine Liste gemacht von den Dingen, die ich von Murakami gelesen habe. Die möchte ich euch einfach gerne mal vorlesen, damit ihr eine Dimension davon bekommt, wie viel das war. Okay, ich fange mal an. Wenn der Wind singt, Pinball 1973, Hardboiled Wonderland, Naokos Lächeln, zweimal gelesen, Gefährliche Geliebte und Südlich der Grenze, Westlich der Sonne, ist ja dasselbe Buch, habe ich aber auch dementsprechend zweimal gelesen, Mr. Aufziehvogel, Sputnik, Sweetheart, Kafka am Strand, dreimal gelesen, 1Q84, abgebrochen in der Mitte des ersten Bandes, Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki, Die Ermordung des Kommendatore 1, Der Elefant verschwindet, Wie ich eines schönen Morgens im April das hundertprozentige Mädchen sah, Die unheimliche Bibliothek von Männern, die keine Frauen haben, Desire, das ist so eine englische Kurzgeschichtenausgabe von ihm, wo auch unter anderem Birthday Girl drin ist, Von Beruf Schriftsteller und Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Ich glaube, das sind fast 20 Titel, die ich da gelesen habe. Und wenn man überlegt, dass ich auch drei Bücher alleine mehrfach gelesen habe, Murakami hat einen ganz großen Teil meines Leselebens ausgemacht, und das ist auch davon überhaupt nicht wegzudenken, weil ich genau weiß, dass ich durch Murakami wiederum andere AutorInnen entdeckt habe und das auch gar nicht schlimm fand, ihn gelesen zu haben, aber heutzutage würde ich durchaus mehr Abstand davon nehmen. Und wenn es um AutorInnen geht, auch mit Murakami verknüpft, ist ganz klar Banana Yoshimoto. Auch sie habe ich in meiner Anfangszeit auf BookTube mehr belesen. Jetzt versuche ich immer aktuell mal so ein Buch pro Jahr zu lesen. Dieses Jahr hatte ich noch keins dabei, aber was mir besonders gut gefallen hat, war Kitchen, weil das auch eine LGBTQ-Thematik enthält, unter anderem, möchte ich aber gar nicht so viel spoilern. Ich finde, dass es eins ihrer besten Bücher ist. Sie behandelt auch immer so ziemlich dasselbe Thema. Es geht immer um den Verlust oder Tod eines geliebten Menschen und wie man dann als noch relativ junger Mensch damit umgeht. Das gefällt mir bei ihr ausgesprochen gut, wie sie es bearbeitet. Es sind einfach so ganz ruhige, angenehme Romane und man merkt, dass alle ProtagonistInnen dazu in der Lage sind, ihre Trauerarbeit auch durchzuziehen, ohne daran zu scheitern. Aber man nimmt ihr Leiden mit, man nimmt ihre Freude mit. Sie geraten immer wieder so an mütterliche oder
oder freundschaftliche Figuren, die ihnen dabei helfen, die Trauer zu überwinden. Also wenn es um Freundschaften geht und um Verbindungen, die diese Figuren dann wieder eingehen, ist das bei Banana Yoshimoto sehr fein und schön ausgearbeitet. Drittens, ein Buch über ein Hobby oder Interessengebiet, das nicht lesen ist. Und ich wünschte, ich könnte euch irgendwie so ein ganz krasses Buch über das Inlineskaten zeigen, aber ich glaube, da besitze ich nichts. Es gibt so ganz skurrile Werke aus den 2000ern über das Inlineskaten und was das für ein krasser neuer Sport ist. Habe ich aber nichts drüber, deswegen habe ich mich einfach mal für Architektur, Kunst und Ähnliches entschieden. Und zwar habe ich ein wunderbares Sachbuch über Bauhausfrauen gelesen. Das ist auch nur durch Zufall in meinen Besitz gelangt, weil ich eigentlich auf einer Lesung zu Theresia Enzensbergers Blaupause war. Und der Roman, der hat ja auch Bauhaus als Thema. Aber als ich auf der Lesung war, habe ich nur festgestellt, dass die ganze Schreibe dieser Autorin mir einfach nichts gibt. Das war so deutsch-schulaufsatzmäßig, dass ich mir dachte, nee, da kann ich mir lieber über Bauhaus was Sachbuchartiges zu Gemüte führen. Und es war absolut kein Fehler, zu diesem Buch zu greifen, denn man lernt einfach so viel mehr über die Frauen am Bauhaus und vor allem auch ihre Unterdrückung. Also wenn man auf die Gründer des Bauhauses schaut, die haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es um sexistische Scheiße geht, die sie so von sich gegeben haben. Die mögen geniale Künstler gewesen sein, aber sie waren vor allem auch richtig harte Sexisten. Ich glaube, Frage 4 könnte ein Mühe unangenehm werden, ist jetzt aber auch nicht ganz so dramatisch. Es geht nämlich um das erste Buch, über das man auf YouTube oder BookTube gesprochen hat. Und ich habe meine ersten Videos tatsächlich gelöscht und ich bin mir nicht mehr sicher, was ich alles irgendwie besprochen habe. Fakt ist, ich habe meinen Lesemonat Januar 2015 mal durchgeschaut, was ich da gelesen habe und ich möchte euch einfach mal die Bandbreite meines damaligen Lesemonats vorlesen. Ich glaube, ihr werdet herzlich auflachen. Und zwar habe ich gelesen von Mona Kasten, Schattentraum, Veronica Roth, Die Bestimmung 1 und 2, George R. R. Martin, Das Lied von Eis und Feuer Nummer 4, Chuck Palahniuk, Lullaby, Jan Reschke, Die Mordstadt, Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz und Alexei Perchow, Schattenwanderer, Die Chroniken von Ciala 1. Man möchte meinen, dass meine BookTube-Anfänge durchaus mehr in der Genre-Literatur zu verbuchen waren. Ich habe tatsächlich, als ich mit BookTube anfing, auch gedacht, ich müsse unbedingt so ein paar Jugendbücher lesen, um einfach irgendwie mitreden zu können in der großen, breiten Masse von BookTuberInnen, die es damals gab. Und ich habe es aber auch sehr schnell wieder aufgegeben. Es hat mich zu der Zeit schon nicht wirklich interessiert. Ich war so enttäuscht und so entsetzt darüber, was für Bücher teilweise gehypt wurden, dass ich mir dachte, nee, Sophie, das musst du dir nicht antun. Und mit Genre-Literatur habe ich zwar weitergemacht, also in den Folgemonaten sieht man dann auch immer nochmal einen Alexei Perchow, einen Stanislaw Lem oder einen Sergei Lukanenko so aufblitzen, aber die ganzen Jugendbücher verschwinden Gott sei Dank so langsam wieder. Ich habe es immer mal wieder probiert, aber ich habe da nie wirklich drin gesteckt. Ich habe gedacht, ich will es nicht. Wenn ich hier auf BookTube bleiben will, muss ich mein eigenes Ding machen und ich bin so froh, dass diese Erkenntnis gleich am Anfang kam und ich nicht erst irgendwie 3 Jahre Videos produziert habe mit Büchern, die ich absolut unspannend finde. Deswegen alles großartig. Und das war mein erster Lesemonat damals. Es ist echt unfassbar, wie lange das schon her ist. Ich glaube, 5,5 Jahre mittlerweile. Ich bin gar nicht so entsetzt, wie ich dachte. Fünftens, ein Buch aus deinem erfolgreichsten YouTube-Video. Das ist das Dostojewski für Einsteiger-Video, das mittlerweile auch über 4 Jahre alt sein dürfte. Ich glaube, das habe ich im Januar oder Februar 2016 gedreht. Und Fun Fact am Rande, das ist nicht in irgendeiner Berliner Wohnung gedreht worden, sondern ich war, glaube ich, zu der Zeit auch zusammen mit Anne von Literaturlärm eingeladen vom SWR, dass wir einen Radiobeitrag zum Thema BookTube machen und da wurden wir beide nach München eingeladen und deswegen gibt es auch auf Annes Kanal ein Video mit exakt diesem Hintergrund, was ich ganz witzig finde. Ich weiß nicht, ob das damals jemandem aufgefallen ist. Auf jeden Fall war das irgendwie so eine Bürowohnung von dem Pressemenschen, der uns da interviewt hat. Er war auch zugegen, als wir diese Videos gedreht haben. Mir war das nämlich super unangenehm, dass mir da eigentlich jemand die ganze Zeit auf dem Stuhl gegenüber saß und man hört bei dem Video halt auch im Hintergrund manchmal jemand auf dem Stuhl so sich bewegen und das ist so, also wenn ich mir das heute vorstelle, ich könnte das überhaupt nicht ein Video drehen, wenn andere Leute anwesend sind. Mir ist das immer noch super unangenehm. Ist, glaube ich, im Laufe meiner BookTube-Zeit auch nur noch ein zweites Mal vorgekommen, als Anne mich besuchen war und wir über Klaus Mann zum Beispiel unsere Rezension zusammengedreht haben. Aber um aufs Video zurückzukommen, ich habe ein Dostojewski-Video für Einsteiger gedreht. Es wäre sinnvoll gewesen, vor dem Video mal die Werke nochmal zu lesen, weil ich glaube, das aktuellste, was ich zu dem Zeitpunkt gelesen hatte, war Der ewige Ehemann. Und das ist für mich auch so ein underrated Dostojewski, deswegen möchte ich den mal ganz, ganz groß empfehlen. Ist nämlich ein sehr witziges Buch. Es geht um einen, ja, betrogenen Ehemann und diese gesamte Geschichte ist aber aus der Sicht des Liebhabers erzählt und das ist so
absurd, komisch und witzig erzählt, dass man es gar nicht glauben mag. Ich kann euch auch nur dazu raten, bei Dostojewski, ihr müsst nicht mit den allerdicksten Romanen gleich anfangen. Guckt euch mal seine Debüts an, zum Beispiel Arme Leute oder Der Doppelgänger, sind auch wunderbar lesbare Sachen und die geben einen ganz guten Eindruck davon, in welche Milieustudien sich Dostojewski schon zu Beginn seines Schreibens begeben hat. Sechstens, welcher Spontankauf hat dich nachhaltig begeistert? Ich würde das Begeistern ein bisschen runterschrauben. Ich würde eher sagen, ein Buch, das mich nachhaltig noch geprägt hat und mich über viele Dinge hat nachdenken lassen. Und es ist auch kein spontan Kauf gewesen, sondern ich habe das Buch durch Zufall in einem Bücherschrank hier bei mir in der Nähe entdeckt. Und zwar geht es um Han Kangs Die Vegetarierin. Über das Buch habe ich dieses Jahr auch noch nicht gesprochen. Dabei wäre es, glaube ich, im Lesemonat April vorgekommen. Ist aber auch nicht so dramatisch. Ich glaube, viele kennen dieses Buch. Viele haben es auch gelesen, als es direkt herauskam. Und ich hatte schon viele Gelegenheiten, mir das Buch auch zu kaufen, irgendwie zuzulegen. Aber ich wusste, dass ich immer nicht so große Lust drauf hatte. Und im Endeffekt steckt in diesem Buch ja einfach unmäßig viel Gewalt dahinter. Also die Hauptfigur, die beschließt, eines Tages kein Fleisch mehr zu essen und auch gar keine tierischen Produkte, entwickelt sich ja dann in eine ganz andere Richtung, die man vielleicht gar nicht so erwartet. Man hat das Gefühl, diese Frau gibt sogar ihr gesamtes Menschsein auf. Und ist es uns überhaupt vorbestimmt oder müssen wir Mensch sein, Mensch bleiben auf dieser Welt? Und ich glaube, nachdem ich das gelesen hatte, musste ich nochmal ganz, ganz viel in den Metamorphosen von Ovid stöbern, weil mich so vieles an bestimmte Verwandlungen aus Ovids Metamorphosen erinnert hat und ich dachte, krass, was da alles drinsteckt. Also ich weiß nicht, ob das bewusst als Intertext hier da drin steckte, aber für mich ging sofort das Gedankenkarussell los, was für Intertext drinstecken könnte. Und für mich war das definitiv ein sehr verstörendes Buch. Ich könnte nicht sagen, dass es ein Lieblingsbuch ist, weil zum Beispiel vom Schreibstil her ist es unglaublich einfach gehalten und ich finde auch teilweise die Sexszenen, die hier drinstecken, sind sehr verstörend und ich bin mir nicht sicher, ob sie nötig sind. Aber um zu unterstreichen, was für ein gewaltvolles Leben die Entscheidung einer Frau, die einfach nur was für sich bestimmt, was das nach sich ziehen kann, dafür ist der Roman auf jeden Fall gut geeignet. Es hat mich auch neugierig auf die Autorin gemacht. Natürlich ist sie schon die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, weil Han Kang ist einfach so ein sehr präsenter Name im Bookstagram-Bereich, im Booktube-Bereich. Deswegen bin ich nicht unglücklich gewesen, das Buch gelesen zu haben, aber es war so, what the fuck, so am Ende. Das ist das Gefühl, was man hat, wenn man es fertig gelesen hat. Und die siebte und letzte Frage oder Aufgabe ist, ein Buch vom Stapel ungelesener Bücher zu zeigen, das man unbedingt lesen möchte. Und ich würde sagen, das trifft irgendwie auf alle meine Bücher vom Stapel ungelesener Bücher auch zu. Ich weiß nicht, ob die Frage nur ein Buch sehen will. Hier ist irgendwie Sachbuch und Belletristik gemeint, deswegen werde ich einfach zu beiden Bereichen jeweils ein Buch zeigen und vor allem auch Bücher, die ihr vielleicht bei mir noch nicht gesehen habt. Ein Buch ist auch durch Zufall bei mir gelandet. Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Erika Mann-Video, das ich gedreht habe. Auf jeden Fall hatte ich in dem Video oder vielleicht auch in einem späteren gesagt, dass mir die Werke und auch die Biografie nicht so große Lust darauf gemacht haben, jetzt mehr von Erika oder Klaus Mann zu lesen. Aber eine Ausnahme, ich würde gerne das Debüt von Klaus Mann lesen. Und durch Zufall hat eine Zuseherin, Isabel heißt sie, glaube ich, mir auf jeden Fall das Buch zugeschickt, nämlich Klaus Manns Der fromme Tanz, sein Debüt, in dem er über gleichgeschlechtliche Liebe schreibt, was zu dem Zeitpunkt, wo es erschienen ist, natürlich ein ganz, ganz krasses Tabuthema war. Und ich bin total gespannt, wie offen Klaus Mann dann damit umgeht oder wie sehr er das vielleicht auch so ein bisschen zurückschraubt und sagt, okay, oder sich vielleicht denkt, oh Gott, so viel kann ich gar nicht zeigen. Aber darauf bin ich sehr gespannt. Also Klaus Mann ist jetzt nicht so ganz hoch auf meiner Prioritätenliste, aber sein Debüt dann doch. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und danke dir nochmal, Isi, für dieses tolle Buch und auch für deine Karte und alles Weitere. Außerdem war ich Ende April, glaube ich, bei Lange und Blomquist, dem wunderbaren modernen Antiquariat und da hatte ich eigentlich Ausschau gehalten nach Sachbüchern, die ich noch belesen kann und da ist mir Bernd Brunners Die Erfindung des Nordens, Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung untergekommen. In meinem Skandinavistik-Studium habe ich mich für die Fachteile Mediavistik und neuere Literaturen entschieden. Das heißt, bei mir ist so kulturgeschichtliches und kulturwissenschaftliches leider so ein bisschen unter den Tisch gefallen, was mir ein bisschen leid tut, weil ich hatte das Gefühl, dadurch habe ich mich mit vielen kulturgeschichtlichen Perspektiven gar nicht auseinandergesetzt. Natürlich habe ich jetzt unfassbares Wissen über das Mittelalter, über Island und seine Besiedlung, Wikingerzeit und dann auch alles, was wieder so ab dem 18., 19., 20. Jahrhundert los ist mit der Literatur. Aber ich weiß gar nicht, wieso die Wahrnehmung des Nordens an sich war. Und das interessiert mich sehr stark. Es geht auch, ich hoffe, um fast alle skandinavischen Länder. Ich weiß nicht, inwiefern dann die inselskandinavischen Länder oder Finnland da noch involviert sind. Aber ich werde es ja dann erlesen. Es ist auch in sehr, sehr kurze, angenehme und thematisch gebündelte Kapitel geteilt. Deswegen hoffe ich, dass ich das auch so im Sommer, Herbst noch lesen kann. Denn was den Norden angeht, was Skandinavien angeht, damit fühle ich eine ganz besondere Verbundenheit. Ich habe das nicht umsonst studiert. Deshalb denke ich, dass dieses Buch mir da auch weiterhelfen wird, meinen Horizont noch zu erweitern. Am Ende möchte ich noch vier Menschen taggen, die auch Booktube-Videos machen, und zwar Karos Bücher, Leonie Over There,
Bücherliebe und Shattering Revelations. Wenn ihr Lust habt, dann macht den Tag doch gerne, aber auch kein Zwang und keine Verpflichtung dahinter. Ich würde natürlich gern von euch als Zusehern wissen, was das letzte Buch war, was ihr euch gerade gekauft habt oder vielleicht auch, was ein Spontankauf war, weil ihr irgendwie nicht Nein sagen konntet. Gerne in die Kommentare damit und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!